Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, also ich habe mir bei Card Market mehrere Karten bestellt und davon wollte ich jetzt mal ein kleines Video machen und euch die zeigen. Ich habe dafür unter 35 € ausgegeben und ich denke, ich habe da schon ein gutes Schnäppchen mitgemacht, aber schauen wir mal rein. Also fangen wir mal an mit den normalen Karten, das ist Palimpalim oder wie das heißt, dann Cloncat. Bronze und Maestrich in fließender Angriff, Turm des Wassers, Ausrüstungsstörer, die Wirbelrolle und einmal fließende Angriffenergie auf der Rückseite. Das sind die ersten, die normalen Karten. Jetzt kommen hier ein paar Clash der Rebellenkarten wie Katapultra und den hier und Skala Smogmog und den hier und zwei von Farbenschock, einmal Bieber von Farbenschock und ja, Mera von Farbenschock. Aber überwiegend habe ich Kampfstile geholt. Hier kommt dann nochmal die V-Karte von Katapultra. Und ja, die ist ziemlich nice, finde ich. Und ja, dann hier Zierpeise oder wie der heißt, von Kampfstile. Und hier fangen wir mal mit den Holo-Karten an. Aus dem, ich weiß gar nicht, Clash der Rebellen-Set. Ich habe die einfach zusammengekauft, weil ich ja Clash der Rebellen ja auch sammle und nicht nur Kampfstile. Aber hier wegen der Karte habe ich bei ihm bestellt, wegen Victini V. Die wollte ich unbedingt haben. Und dann haben wir noch den Cortini. Kommen wir zu den Reverse-Holo-Karten, bevor wir zu den V-Karten kommen. Den habe ich hier doppelt, wie man gleich sieht. Den Bisofunk oder wie der heißt. Sanakondra ist auch Holo und hier Bisofunk doppelt. Habe ich aus Versehen doppelt bestellt, aber macht ja nichts. Monte Cargo, Martellilit, Octillery in Reverse Holo, Kinoso, den nochmal in Reverse Holo. Morpeko in Reverse Holo. Golbat in Reverse Holo. Knierfisch in Reverse Holo. Die Karte war irgendwie aus Versehen dabei. Die habe ich gar nicht bestellt gehabt. Aber naja, was da ist, ist da. Knogger in Reverse Holo. Und Bronzong in Holo. Servol in Reverse Holo. Imantis in Reverse Holo. Pupunanze oder Pupananze, wie die heißt. Keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Und Kramox in Reverse Holo. Und jetzt die V-Karten. In Empoleon V, Drapfel V, Mimikma V. Wie man sieht, sehr schöne Karte. Alles boosterfrische Karten, dann Cramor V und Vodonso V und alles für unter 30 €. Danke fürs Zusehen. Like, Share, Subscribe.